Herzlich willkommen zum ersten Teil unserer Reise durch Südschweden 2024. Norwegen haben wir, wie im letzten Video gezeigt, fast fluchtartig verlassen und überqueren jetzt die Grenze bei Töcksfors. Wir sind in Schweden. Schnitzel, 119. Wir haben es geschafft. Wir sind bei sonnigem Wetter in Schweden angekommen. Wir sind über die Grenze gefahren, ohne dass wir angehalten, aufgehalten oder umgehalten worden wären. Und jetzt sind wir in Schweden und das Wetter ist besser. Hilfsbereite Camper haben uns über Instagram den Platz empfohlen, den wir jetzt anfahren. Vor einem kleinen Freilichtmuseum, das bereits geschlossen hat, werden wir die erste Nacht in Schweden verbringen. Die Koordinaten zu diesem und allen anderen Plätzen findet ihr auch in der Patreon-Reiseliste. Angekommen an unserem ersten schwedischen Stopp. Es heißt Hembygdsgården. Herzlichen Dank an Kathi und Chris, die uns den Platz empfohlen haben über Instagram. Und wir haben jetzt hier total unsere Ruhe. Man sieht jetzt da drüben, wir stehen da sehr ruhig. Noch ein anderer Camper, ein Schwede. Und das scheint hier irgendwie so eine Art Mini-Freilichtmuseum zu sein, wo auch irgendwie kein Mensch ist. Wir schauen uns jetzt gleich mal die Hütten an. Es gibt auch eine Toilette, eine Dusche, eine Waschmaschine. Wir haben eben Frischwasser aufgefüllt. Das kostet hier 17,50 Euro inklusive Strom. Wenn man keinen Strom nimmt, kostet es irgendwie 13 Euro oder sowas um den Dreh rum. Also absolut okay vom Preis her, da kann man überhaupt nichts sagen. Gerade weil wir auch irgendwie mal wieder Toilette entsorgen mussten und so, war das jetzt echt ganz praktisch. Wir erholen uns von den letzten Tagen in Norwegen und gehen am Abend früh ins Bett. Am nächsten Morgen steht Kultur an. Auf dem Weg nach Dala besuchen wir das Alma Löw Museum of Unexpected Art, auch weil es dort ein Restaurant geben soll. Der Name hätte eigentlich schon eine Warnung sein müssen, unerwartete Kunst. In der Tat ist das alles sehr unerwartet und teilweise auch unverständlich, aber wir haben uns nichts anmerken lassen, erst geschaut und mit leichtem Nicken zu verstehen gegeben, dass wir ganz genau wissen, was hier gerade abgeht, auch wenn es nicht so war. Es ist wirklich alles sehr unexpected und ein wenig furchteinflößend. Ein großer Teil des Museums ist ausgelagert und findet auf dem Außengelände in verschiedenen kleinen Gebäuden statt. Hier in dem Museum ist jedes Jahr ein wechselndes Themaprogramm. Dieses Jahr ist es A Place to Call Home. Und ihr seht hier im Hintergrund diese rote Kirche. Von diesen Pavillons, so wird das hier genannt, gibt es einige auf dem Gelände. Und jeder Pavillon beheimatet einen anderen Künstler. Also, um es noch umständlicher auszudrücken, jeder Künstler hat einen eigenen Raum, in dem nur er stattfindet. Also einiges ist schon wirklich sehr durchgeknallt, das muss man sagen. Aber macht Spaß. Ich finde das sehr interessant und auch teilweise inspirierend und manchmal auch ein bisschen angsteinflößend. Aber das soll Kunst ja auch können. Ich glaube, Josef Beuys war hier. Hier liegt nämlich überall Fett auf dem Boden und auch in der Ecke. Ob das jetzt Zufall ist oder nicht, man weiß es nicht. Irgendwann sind wir dann doch so überwältigt von den ganzen Eindrücken und so kunstbefüllt, dass wir eigentlich erstmal einen Mittagsschlaf machen müssten. Doch auf dem Weg zu einem ruhigen, kunstfreien Ort kommt es zu einer ungewollten Verzögerung. Ja, also das ist jetzt irgendwie ein bisschen doof. Das sind ja drei Männer.
Eigentlich müsste man das wohl hinkriegen. Die jungen Schweden, die von der anderen Seite am Weiterfahren gehindert wurden, versuchten, den Baum mit einem Messer zu fällen, denn selbst in Schweden hat man nicht immer eine Säge dabei. Und während die Schlange immer länger wurde, hämmerten die beiden Jungs auf ihr Messer ein. Die Rettung kam wenig später in Form einer Kettensäge nebst kundigem Kettensägenmann und das Problem war innerhalb von Sekunden gelöst. Wir sind danach übrigens schnurstracks zum nächsten Baumarkt gefahren und haben uns eine kleine Klappsäge gekauft. Leider fiel dann kein Baum mehr auf die Straße. Ja, wie ihr seht, haben wir es geschafft. Und mit vereinten Kräften und am Ende dem Kettensägenhelden von Schweden für diese Reise geht es weiter geradeaus und gleich links abbiegen. Aus dem Mittagsschlaf wurde nichts mehr. Stattdessen wollen wir einen nahegelegenen Wasserfall besuchen. Der Brattfallet gehört nicht zu den monumentalen Wasserfällen, aber Touri-Attraktionen werden wir noch genug sehen. Es ist unser zweiter Tag in Schweden und wir werden jetzt unsere erste sehr kurze Wanderung unternehmen und zwar zum Bratfett-Wasserfall. Fallet. In der langsam tiefer sinkenden Sonne wandern wir die wenigen hundert Meter vom Parkplatz aus in Richtung Wasserfall. Ich weiß gar nicht, ob die Kamera das einfangen kann, aber es ist so ein ganz kleines bisschen dunstig. Das ist der Sprühnebel von dem Wasserfall, der in der Luft liegt. Die Luftfeuchtigkeit ist dementsprechend auch relativ hoch und obwohl es keine hohen Grade hat, also es ist glaube ich 17 Grad oder so, kommt es einem doch warm vor. Also man kann hier wunderbar im T-Shirt langlaufen und man sieht, das Wasser hat wieder diesen roten Ton, diese rote Farbe, da habe ich mich so drauf gefreut. Wir sind wieder in Schweden. Ach, wie schön. Und überall Blaubeert ist und Rotbeert ist und es pilzt überall. Das klingt jetzt nicht nett. Wie so häufig in Schweden gibt es auch rund um diesen Wasserfall Wanderwege. Der, den wir nehmen, hätte aber eher das Prädikat Abenteuertrail bekommen sollen. Es fing alles ganz harmlos an, aber dann... Der Weg ist in einem Tümpel ertränkt worden. Oh je. Was hältst du davon, wenn wir umdrehen? Natürlich drehen wir nicht um. Wir sind schließlich Abenteurer. Was ist hier Abenteuerurlaub, Leute? Aha. Aber wirklich Abenteuerurlaub. Nichts für schwache Gemüter. Bleibt weg! Irgendwann haben wir es dann doch bis zum Parkplatz geschafft und steuern einen privaten Stellplatz an, der nur eine kurze Fahrt entfernt ist. Kaum haben wir den Van geparkt, beginnt es zu regnen, aber wir sind sowieso hundemüde. Heute steht ein echtes Touri-Programm an. Wir sind in Dalarna, der Region, die für ihre roten Holzpferde berühmt ist, die Dala-Pferde. Hier ist ganz gut was los, aber die Dame, die die Holzpferde per Hand bemalt, lässt sich nicht aus der Ruhe bringen. Seit sie eine junge Frau ist, verziert sie die Pferdchen per Hand. In den Wintermonaten, wenn hier geschlossen ist, macht sie das sogar im heimischen Wohnzimmer, nimmt sich also Arbeit mit nach Hause.
Bis ins 17. Jahrhundert geht die Tradition der Pferde zurück. Schon damals fertigte man sie als Spielzeug in den langen und dunklen Wintern an. Jährlich werden Dala-Pferde für 2,6 Millionen Euro verkauft. Nebenan kann man auch in die Produktion der Holzpferde schauen, vom Rohling bis zum fertigen Pferd. Aber man merkt, dass die Saison hier fast vorbei ist. Auch wenn hier im Moment keiner ist, kann man ganz gut sehen, wie das hergestellt wird. Also es wird erst ein Block Holz genommen, dann mit einer Bandsäge der grobe Umriss ausgeschnitten. Dann wird das Ganze geschmirgelt und dann wird es erstmal komplett rot angemalt für die roten Pferde. Und dann, so wie es aussieht, nochmal gespachtelt, nochmal rot angemalt und dann kommt die Verzierung. Und der Maler, kann man das jetzt nennen, schafft 60 von diesen Pferden am Tag, weil er einfach so viel Erfahrung hat. Und ich habe ihn gefragt, was passiert, wenn er mal einen Fehler macht. Und die Antwort war, passiert nicht. Dala-Pferde kosten zwischen 18 und 630 Euro, je nach Größe. Und es gibt sie auch längst nicht nur in Rot. Die Standardgröße, ungefähr 17 cm, bekommt man für rund 45 Euro. Nach dem Besuch geht es auf einen kleinen Platz am Ufer des Siljansees, nur wenige Minuten Fahrt. Hier ist es relativ ruhig. Mit uns stehen zwei Schweden hier. Die Straße ist kaum befahren und von den Picknickbänken hat man einen tollen Blick auf den See. Wir stehen auf einem Wiesenstück. Das ist zwar in der Straße, aber ich glaube, die ist nicht sonderlich befahren und haben hier einen wunderschönen Blick auf den See. Die Sonne kommt ein bisschen raus, ist recht windig, aber es ist eigentlich nicht kalt, obwohl ich jetzt meine Daunenjacke anhabe. Ist aber nur eine Übergangsjacke, wie man so schön sagt. Ja, und wir können jetzt hier echt die Türe aufhaben und irgendwie ein bisschen Frischluft reinlassen, trinken jetzt ein kleines Bierchen und freuen uns über diesen schönen Platz. Heute haben wir was Besonderes vor, finde ich zumindest. Wir fahren nach Falun. Vielleicht klingelt es da beim einen oder anderen, denn die Stadt Falun ist gleichzeitig Namensgeber für das Schwedenrot, wie wir es kennen, was im Schwedischen Faluröd, also Falunrot, heißt. Das kommt daher, dass in Falun eine riesige Mine steht, die auch lange noch in Betrieb war, seit einigen Jahren mehr oder weniger nur noch als Besucherbergwerk benutzt wird. Da wurde Gold, Silber und Kupfer abgebaut, also eine Mine mit drei ergiebigen Erzen. Besonders berühmt ist eben das Kupfer geworden, denn aus dem Kupfer wird das Pigment gewonnen, was dieser roten Farbe das Rot gibt. Deswegen heißt es Falunröd. Das ist eigentlich relativ naheliegend. Man kann sich das Bergwerk anschauen, man kann auch eine Grubenführung buchen, das haben wir gemacht, sowohl auf Schwedisch wie auch auf Englisch. Wir haben natürlich die auf Englisch genommen, da verstehen wir hoffentlich etwas mehr, als wenn wir die schwedische genommen hätten. Und wir freuen uns drauf, uns das heute mal anzuschauen. Die Führung geht eine Stunde. Ich glaube, man sollte eine warme Jacke mitnehmen, und man fährt wirklich unter Tage und da kann es kühl werden. Bin mal sehr gespannt. Wir frühstücken jetzt noch in Ruhe und fahren dann eine Dreiviertelstunde von unserem Stellplatz nach Falun. Falugruva, also das Bergwerk Falun, warum da das N fehlt, weiß ich auch nicht, war einst Schwedens wichtigster Wirtschaftsstandort. Im 17. Jahrhundert machte die Mine zwei Drittel des weltweiten Kupferabbaus aus. Gleichzeitig war sie Schwedens größter Goldproduzent und Silber wurde hier auch abgebaut. Also irgendwie gab es hier alles, was wertvoll war. Heute ist das Bergwerk ein Museum. Nur der rote Farbstoff für das berühmte Schwedenrot wird hier noch gewonnen. Einen Teil der Stollen allerdings kann man im Rahmen einer Führung besichtigen. Und genau das tun wir jetzt. Ist ja wie im Ruhrgebiet, nur halt in Orange.
Wir müssen Helm und Mantel anziehen und sehen alle ein bisschen aus wie die Bergwerksversion von Rotkäppchen. Und dann geht es unter Tage. Unsere junge Führerin leitet uns durch enge und dunkle Tunnel. Es ist fast etwas gruselig. Überall tropft und plumpst es. Aber das letzte Mal, dass hier etwas im großen Stil einstürzte, war zu Midsommer 1687. Und hoffentlich war das auch wirklich das letzte Mal. And the bell is to signal that the water pump is still going, because if the bell stopped, then the pumpers knew that they had to climb over here and fix the pump. Unsere Führerin erzählt uns auch, dass einmal vor vielen Jahren die Leiche eines jungen Mannes hier gefunden wurde. Niemand schien ihn zu kennen, keiner konnte ihn identifizieren, bis auf einmal eine alte Frau sagte, dass wäre ihr einstiger Verlobter. 60 Jahre lang hatte er in der speziellen Atmosphäre hier gelegen und sah aus, als wäre er am Tag vorher erst gestorben. Das war ein krasses Erlebnis. Es waren irgendwie, die junge Dame sagte, um die 700 Stufen und der Aufzug war kaputt. Das kriegt man trotzdem hin, selbst wir. Und denkt immer dran, wenn wir das hinkriegen, schafft ihr das auch. Das ist eine magische Landschaft. Die Führung ging durch die Kupfermine, nicht durch die anderen Erze. Und ganz spannend fand ich auch, es wurde gesagt, dass die Luftfeuchtigkeit und die Mineralien da unten in der Luft Organisches konservieren. Da sind Holzkonstruktionen, die sind buchstäblich 200 Jahre alt und halten immer noch genauso gut wie am ersten Tag. Man muss sowieso aufpassen, da lebt eine Fee unten. Wenn man die Grube betritt, sollte man dreimal auf Holz klopfen. Eine Station haben wir heute noch vor uns. Wir wollen zu einem Knäckebrot-Werksverkauf. In wenigen Minuten erreichen wir das zweite und letzte Ziel für heute, einen Knäckebrot-Werksverkauf. Und ich glaube, alle von euch kennen Knäckebrot und wissen, dass das ein sehr schwedisches Brot ist. Es gibt da angeblich sehr viele verschiedene Sorten und auf den Bildern auf Google Maps sah es so aus, als würden da zehntausende Packungen Knäckebrot stehen. Das werden wir gleich erleben. Wir kommen eine Stunde vor Closing an und ich glaube, das reicht, um das ein oder andere Knäckebrot zu probieren. Entgegen der landläufigen Meinung wird längst nicht überall in Schweden Knäckebrot gegessen. Es schmeckt auch nicht jedem, denn es ist sehr salzarm, damit die Feuchtigkeit aus der Luft nicht so gut angezogen wird und das Brot dadurch länger trocken und deswegen haltbar bleibt. Ehrlich gesagt war ich bisher überhaupt kein Knäckebrot-Fan. Im nächsten Film wird sich das ein bisschen ändern, aber erst im nächsten Film. Also das lohnt sich jetzt nicht unbedingt. Hier muss man nicht unbedingt hin. Auch wenn man Knäckebrot mag, ich glaube, das muss jetzt nicht sein. Wir versuchen demnächst mal eine kleinere Fabrik oder Hersteller, wo das noch halbwegs per Hand gemacht wird. Wir haben das schon angefragt und da fahren wir jetzt in 2 Tagen hin. Vielleicht ist das da ein bisschen anders. Wir suchen uns mit Park for Night wieder einen Platz an einem See, den die Gemeinde hier wohl als Freistehplatz duldet. Es gibt hier gleich mehrere Parkbuchten, die offenbar für Fahrzeuge angelegt wurden. Wir finden ganz am Ende einen wirklich außergewöhnlich schönen Ort für die Nacht. Also wenn ihr, genau wie wir, im Urlaub nicht so Bock habt zu kochen, weil ihr einfach keine Lust auf Spül habt oder weil ihr generell nicht so die Kochmenschen seid, dann können wir euch nur empfehlen, hier in Schweden ruhig bei den großen Supermärkten zu den Frischetheken zu gehen. Denn da gibt es meistens um die Mittagszeit auch die Möglichkeit, sich ein warmes Essen einschweißen zu lassen. Das holen sich wohl viele in der Mittagspause.
und nehmen sich das mit ins Büro oder so. Das ist auch relativ günstig. Also ich meine, das hätte jetzt irgendwie einen Zehner gekostet oder sowas. Das ist dann meistens irgendwie, ja, ist im Endeffekt wie ein normales Hauptgericht. Also wir hatten jetzt Pute mit Reis und Ofengemüse. Das haben wir uns einfach mitgenommen, haben uns das mal eben in den Topf geworfen und warm gemacht. Und wir finden es super praktisch. Klar, das ist jetzt nicht irgendwie Grand Cuisine, aber wir sind ja auch schließlich nicht in Frankreich, sondern wir stehen hier im Wald und da müssen wir einfach mal ein bisschen downgraden. Neben der kleinen Feuerstelle hat jemand Holz zurückgelassen. In Schweden darf man eigentlich noch nicht mal Totholz absägen. Schade, wo wir doch gerade eine neue Säge gekauft hatten. Naja, woher unser Vormieter das Holz hat, wissen wir natürlich nicht. Das ist genau das, was ich mir erhofft habe und was für mich Schweden ist. Seit letztem Jahr bin ich auch noch nicht so erfahren. Aber so muss es sein. Man steht hier einfach mit dem Auto in der Bucht. Man braucht eine Fischereikarte, um hier zu fischen. Haben wir nicht. Wir haben auch keine Angel, ist aber egal. Keine Verbotsschilder, absolute Ruhe, völlig unberührte Natur. Und das ganze 4 Minuten von der Autobahn oder von der Schnellstraße entfernt. So muss es sein. Und mit diesen Bildern verabschieden wir uns für diesen Teil. Danke, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Film.